Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In der letzten Folge haben wir, denke ich zumindest, die Hauptstory beendet. Wir haben die Gefahr durch Groudon abgewendet und ihn gefangen. Und jetzt wurde uns aufgetragen, hier in Xeneroville die Arena zu besuchen, die achte und damit letzte Arena. Danach, wenn wir sie denn schaffen, haben wir alle Orden. Und das ist der Plan für diese Folge. Wir betreten die Arena von Xeneroville. So, und welches Rätsel erwartet uns jetzt hier? Na, wie sieht's aus, Toxie? Auf dem Weg zum Champ? Vasili, der Arenaleiter von Xeneroville, ist ein Meister auf dem Gebiet der Wasser-Pokémon. Wer zu ihm gelangen möchte, wird auf gefrorenen Boden ins Rutschen kommen. Und ich hätte da noch einen nützlichen Tipp für dich, aber du musst mir versprechen, das nicht gleich an die große Glocke zu hängen. Versuche dir einen Weg zu bahnen, ohne die zugefrorenen und recht spröden Bodenplatten dabei mehr als einmal zu betreten. Darin besteht nämlich die ganze Kunst. Heiko war schon hier, wie immer, ne? Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja, toll. Wie kommt man da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier durch. Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Schönheit Francesca. Francesca. Oh, dein Pokémon ist keine Schönheit, Francesca. Pokémon ist hässlich. Alabis. Eine Samenbombe für Alabis. Sehr schön. Francesca, es war mir eine Ehre. Oh nein, wir brauchen Kaskade, ne? Diese 4Ms, ne? Also. Nein, wir haben gar keine Kaskade. Kriegen wir bestimmt erst, ne? Ja, weiß ich auch nicht, wie wir jetzt diese Arena schaffen, wie wir da hochkommen jeweils. In einer Linie über das Eis zu gleiten. Ein Trainer, der das beherrscht, ist an Eleganz nicht zu überbieten. Okay, let's go. Schönheit Daniela. Enteron wird von Daniela eingesetzt. Ja, Samenbombe. Das Übliche. Sehr gut. Zeon ist ein Level up. Wailord. Nö, wir ziehen das mal durch. So, einmal eine Samenbombe. Alles klar. Dann gehen wir jetzt weiter. Nächster. Ich werde dir die feinen Techniken vorführen, die mir Arenaleiter Vasili beigebracht hat. Görefrida. Kapaloris. Ja, kriegen wir Kapaloris mit Kapilz denn down? Wir probieren mal einen Himmelhieb. Weiß nicht, ob das was bewirkt. Ja, hat gereicht. Wir sind ja zum Glück auch mehr als 10 Level über dem Pokémon. Ich sag dir, unsere Erfahrung wird dafür locker reichen. Für die Liga aber wahrscheinlich noch nicht. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ne?
Ja, schön. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Ich schlag das mal nach. Ich unterbreche die Folge ganz kurz. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Und ich habe das Rätsels Lösung gefunden. Und zwar ist das eigentlich wahrscheinlich das nervtötendste, beschissenste, allerätzendste Arena-Rätsel aller Zeiten. Man muss jede Eisfläche, jede Eisplatte genau einmal betreten. Und da muss man sich vorher überlegen, wie man das hinbekommt. Und ja, guck mal, es hat jetzt schon wieder nicht geklappt. Also ich kann mir wirklich nichts Beschisseneres vorstellen als dieses Rätsel. Naja, so, wie machen wir das jetzt? So, 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 nee, geht auch schon wieder nicht. So. Ich suche mir jetzt eine Lösung fürs Let's Play. Sorry, das geht mir echt unfassbar auf die Nerven. Also wie aktuell, wie ich viel an dem Spiel. Ich muss sagen, drei Viertel des Spiels fand ich super entspannt und halt total geil. Aber jetzt so der Schluss, bin ich unfassbar nervig. Also gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist einfach nur irgendwie so viel Schikane und nervtötende Kacke. Da, nee. So. Ich schaue jetzt gerade mal, ich mache das live im Let's Play. Das ist jetzt ja auch nicht weniger schlimm, als wenn ich quasi 300 Millionen mal probiere. So. Dann wollen wir mal erste Arena. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, jetzt müssen wir so laufen, denn man muss ja wirklich jede einzelne Platte. Und man muss hier in der Mitte rauskommen. Man darf auch nicht am Rand rauskommen. So. Und dann die nächste. So, so, so. Ja, und da haben wir es schon wieder verkackt. Aber man darf auch nicht einen Millimeter zu weit gehen, denn es ist gleich schon wieder alles scheiße. Und jetzt müssen wir das hier nämlich auch nochmal machen. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon, ey. So, jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ey, Mann! Boah, Spiel, nervst du gerade? Oh, einfach wie ich die schlimmste Arena, die ich je gemacht habe. Noch nie was Nerviges gemacht. Darf den Stick auch nur ganz eben anhauchen, weil sonst rennt er gleich drei Felder oder so. Oh, ey. Bitte, Spiel, erspar mir in Zukunft so eine Scheiße. Bloß nicht zu stark tippen. Nicht, dass man zu aus Versehen ein Feld zu weit rennt.
Muss man hier auch noch, darf man nicht auf die Eisplatte treten, sonst schafft man es nicht in einem Zug. Boah, das ist wirklich das schlimmste Arena-Rätsel aller Zeiten. Wir haben es verkackt. Der ist wieder einen Millimeter zu weit gelaufen, ey. Ich bin froh, wenn ich nach dem Arena-Kampf erstmal eine Pause machen kann vom Spiel. Also diese Aufnahme ist wirklich eine ätzende Sache nach der anderen. Und es sind nicht die Kämpfe selbst, die nerven. Es ist einfach alles andere. Die Kämpfe easy. Guck mal hier, ich nehme jetzt meine Attacken. Ich habe meine Pokémon trainiert. Gar kein Problem. Also das, worum es gehen sollte, ist das nicht das Problem. Sondern der ganze andere nervtötende Scheiß. So. Millimeter. Ja, wir müssen es eh nochmal machen. Oh. Das hat jetzt ganz, ganz knapp geklappt. Naja, so. Wir gehen jetzt zur zum Arena-Leiter. Und da geht's los. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vassili und bin der Arena-Leiter von Xenerowill. Irgendetwas in deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir. Und meinen Pokémon. Eine Herausforderung von Arena-Leiter. Da. So, 5 Pokémon hat er. Das wird ein schwerer Kampf. Aber ich hoffe, dass unser Kapilz und unser Voltenso das Ganze hinbekommen. So, soweit, so gut. Milotic. Das sollten wir hinbekommen. Da sind wir ein Level up. Das ist nice. Das hilft uns. Sejong ist auch ein Level up und will Hagelstuhl lernen. Das geht leider nicht, weil auch du bist ein VM-Pokémon, von dem wir inzwischen 2 haben. Ach Gott. Velsa. Wir kämpfen mal weiter. Elsa war, glaube ich, Boden, ne? Typ Boden. Kann da Samenbomben was ausrichten? Ja. Sehr schön. Ach stimmt, Elektroattacken machen da nichts, weil es halt zweiten Typ Boden hat. Aber Pflanzenattacken, kein Problem. Voltenso ist auch Level 57. Gardevoir ist Level 56. Und jetzt kommt Sejong. Haha. Wir kämpfen weiter.
Solange wir keine Probleme haben, macht es wenig Sinn, das Pokémon zu wechseln. Wir nehmen weiter Samenbomben. Wenn uns die Attacken ausgehen, dann müssen wir mal auf Voltenso wechseln, aber bisher läuft es ja gut. Logok ist auch ein Level up. Himmelhieb. Schauen wir mal. Wir haben aktuell Doppelkick mit 130. 90, 85. Ja, das ist schon besser. Auch wenn 90 Genauigkeit ist auch mal so blöd, weil genau dann, wenn man es braucht, trifft die immer nicht. Golking. Ja, wir kämpfen weiter. Und wir machen weiter eine Samenbombe. Auch das trifft. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist ein würdiger Träger des Schauerordens. Hier bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Alle! Ja, wir haben Schauerorden. Ach, und nimm auch dies als Andenken an unseren Kampf. Hier bitte sehr. Kaskade. Nice. Bei der VM-Attacke Kaskade donnert der Anwender mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie das Ziel dazu noch zurückschrecken. Nun, da dir der Schauerorden verliehen wurde, kannst du mit Kaskade außerdem auch tosende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gabelt sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Hönne-Region gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis am östlichen Rand der Hirnregion. Oder aber du versuchst, so vielen Pokémon wie möglich zu begegnen, um deinen Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihm einen Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal, welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dich in eine strahlende Zukunft führen wird. Ja, wir haben alle Orden. Auch wenn diese Arena echt nervtötend war, das nützt nichts, kann ich nicht anders sagen. Hui, es heißt, Vassili sei der stärkste Arenaleiter ganz Höns und du hast ihn besiegt. Okay, wirf mal einen Blick auf deinen Trainerpass. Wenn du alle Orden erhalten hast, kannst du dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Pokémon-Arena von Xeroville. War von Vassili anerkannte Trainer, Heiko, Roxy. Sonst noch niemand. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge schon mal an dieser Stelle. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann wahrscheinlich irgendwann mal Trainingssessions einlegen. Das werde ich dann nicht in der Folge machen. Das würde ein bisschen lange dauern. Also ich werde dann einfach viele, viele Stunden meine Pokémon trainieren, die jetzt ja so, ja, Mitte, Ende Level 50 sind. Ich würde die schon ganz gerne auf Level 70 wenigstens haben für die Liga und das wird eben eine ganze Weile dauern. Und das würde ich dann ungern im Let's Play machen, das würde dann irgendwie 30 Folgen dauern. Deshalb mache ich das wahrscheinlich offscreen und ja, wir schauen mal, was wir jetzt als nächstes machen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, euch gefällt das Let's Play bisher. Ansonsten, ja, sehen wir uns, oder wenn doch, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.